Unsere Mission ist Materials that matter. Wir stellen Materialien her, die neuartig sind, effektiver sind, aber auch nachhaltiger. Pioniere. Ich bin Mitchell Duffy, Mitgründer von Cambrium. Cambrium ist der Name unserer Firma und das ist das Erdzeitalter, in dem die Evolutionsgeschichte etwas besonders war. Die kambrische Explosion hat die Welt verändert und das Leben auf der Erde entwickelt sich von einzelligen Organismen hin zur Vielfalt. Es entstand praktisch alle Stämme der Tiere, die wir heute auf der Erde sehen. Mit 4 oder 5 habe ich Fossilien gesucht in meinem Garten und habe viele gefunden. Und glaube, das berühmteste Tier aus der Kambriumzeit ist ein Trilobit. Ich habe Biologie studiert und ich habe mich immer dafür interessiert, was auf der Welt gab und wie es funktionierte. Und danach habe ich Informatik studiert, um die Rechner zu verstehen. Und ich wollte die immer zusammenfügen. Nach meiner Promotion habe ich mit verschiedenen VCs gearbeitet. Und als ich meinen Mitgründer kennengelernt habe, haben wir entschieden, Cambrium zu gründen. Und wir arbeiten zusammen jetzt, um neue Proteine für Materialien herzustellen. Wir haben ein tolles Engineering-Team, die testen neue Sequenzen im Rechner. Und das ist viel schneller und viel günstiger, als im Labor 100.000 oder 1 Million von verschiedenen Sequenzen zu testen. Und dann testen wir die durch Bioinformatik. Wir haben unsere eigene Software, ReProt, gezielt auf strukturelle Proteine. Wir verwenden künstliche Intelligenz, um herauszufinden, ob ein bestimmtes Protein skalierbar ist oder ob es die richtigen Eigenschaften hat. Unser Team ist sehr vibrant auf Englisch, das heißt bunt und auch energetisch gleichzeitig. Die wissen, wie es geht. Und ich freue mich, mit denen jeden Tag zu arbeiten. Ich glaube, man muss verschiedene Rollen spielen in so einem Unternehmen wie unser. Ich bin nicht der beste Informatiker oder der beste Biologe oder Business-Person, die wir haben. Ich kann gut kommunizieren und so finde ich es schön, dass ich Kontakt habe zu all diesen Fächern. Ich bin in Deutschland seit fast 10 Jahren und habe letztens die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Es hat mich gefreut, endlich Teil der deutschen und europäischen Gesellschaft zu sein. Als wir unsere ersten Anwendung gesucht haben für unsere Technologie, haben wir herausgefunden, dass der Kosmetikindustrie ein großen Bedarf hat von Kollagen. Wir bauen Aminosäuren zusammen zu einem Peptid, was am Ende in den Cremes kommt. Das ist wirklich auf der Mikroebene und normalerweise hast du ein Molekül Kollagen, aber wir haben einen Abschnitt davon genommen, der sehr effektiv ist, anstatt alles zu produzieren. Im Buch testen wir unsere Proteine und wir entwickeln neue Prozesse für die Skalierung
wir müssen unseren Kunden eine Lösung geben für deren Herstellungsprozess. Normalerweise ist Kollagen von tierischen Resten hergestellt, zum Beispiel Tierhaut, Knochen und so weiter. Wir stellen das in Hefe her und von daher hat es weniger moralische Probleme. Unser Kollagenprodukt heißt NovaCol. Call, weil Kollagen. Und Nova, das ist Geburt von Stern. Das ist unser erstes Produkt, unser erster Stern sozusagen. Wir haben unser Produkt auf einer Messe, heißt In Cosmetics, gelauncht. Nach 2 Jahren Arbeit ist es ganz schön, endlich den Kunden was zu zeigen. Wir haben mit vielen Leuten geredet und die waren sehr begeistert. Ein hautidentisches Kollagen zu haben auf dem Markt ist was Neues. Alle Leute auf dieser Erde haben diese Sequenz in unserer DNA und wir produzieren es jeden Tag. Aber wir haben es hergestellt für Kosmetika, Cremes und so weiter, um die Produktion von Kollagen anzuregen. Und für den Schutz, wir unterdrücken ein Enzym, was Kollagen abbaut. Nur durch bessere Eigenschaften werden die Leute unsere Materialien kaufen. Für uns ist das eine größere Vision. Es gibt so unglaublich viel von der Natur zu lernen. Und wir glauben daran, dass unser Unternehmen, unsere Plattform das Potenzial hat, die materielle Welt zu verändern durch synthetische Biologie.